Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf, von der keiner Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Hey, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horrorfilm, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Hell. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren. Auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Oh, mein Kopf. Hey, du. Gib mir die Ocarina! Oh, hinterher! Herzlich willkommen zum Legend of Zelda Majora's Mask. Ja gut, uns wurde die Ocarina und Epona geklaut, da würde ich sagen, ganz schnell. Basmin. Gutes Gras selbst lassen wir in Ruhe und auf uns. Ja,
Richtung da oben. Ja, besser klettern. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hey, hey. Oh, huhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon, glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Narr. Gott, ich bin ein Deku. Nein! Hey, hey, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Warte! Ich schnappe dich. Hey, was soll das? Aua. Hey, hey, Horrorkid, warte auf mich, ich bin noch hier. Tail, du kannst ohne mich nicht fort. Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deko-Junge, tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendetwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeile dich gefälligst. Oh, Teil, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Ja, dann sind wir jetzt ein kleiner Deko-Junge. Von mir weggelaufen. Ah. Nun gut, auf durch die Tür. Aha. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Du willst doch noch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich bitte mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horrorkit gefunden haben. Mein Name ist Taya, also nett, dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke nach oben und ich gehe die richtige Information. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Hey,
Hey, wenn du noch Urwurmsurfer. Ich sehe schon, du hast dich noch nicht an dein Dasein als Deko gewünscht. Also gut, hör zu. Stehst du in deiner jetzigen Form auf eine Deko-Blume, drücke und halte A. Diese Weise kannst du abtauchen. Warte ein paar Sekunden, drücke A noch wieder. Los, schalte dich, regel die Tür. Okay, okay, hast du probiert. Na, wer weiß, eine noch sieht. Ja, gut. Und hopp! Und schon sind wir ein kleiner fliegender Deko. Und nochmal A und wir fallen wieder runter. So. Das trainieren wir gleich ein bisschen mehr. Oh, eine Truhe, die holen wir uns doch gleich. Ein paar Deko-Nüsse. Ja, wenn ich fliege, kann ich die natürlich wie immer. Also, wie schon aus Ocarina of Time bekannt, kann ich sie so bam benutzen, um Gegner zu blenden. Ich kann sie aber auch in der Luft. Fügen wir es so. Kannst du auch abschießen. Wie so ein Bomber. Oh, das wird schwierig. Nee. Also doch, den anderen Weg. Ah, wir haben keine Herzen verloren. Wenigstens das. Das war knapp. Hey, du machst so. Mach schon, drücke Zeit und sprich gefälligst mit mir. Also, siehst du, mit ein wenig guten Willen geht alles. Fliege ich zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesen Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Aha, was sind denn wir jetzt? Scheint es nicht zu gehen. Der Bus scheint irgendwas anzutreiben. Was? Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemacht. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust, doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug, alles was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückgibst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht an allen Ärzten erzählen, wie man für dich sei, dass du bist.
Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske zurückst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Willkommen in Süd-Unruhstadt. Der südliche Bezirk der Unruhstadt. Zentrum der Welt von Majora's Mask. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, habe ich nur laut gesagt. Aber nur 3 Tage, selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben es 72 Stunden. Also sämtliche Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Horrorbuch finden, oder nicht? Die große Fee weiß sicher, was das nächste Tor hat. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horrorbuch hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe des Nordtors, dort findest du die große Fee. Okay. Wie ihr seht, es war anscheinend wirklich ein... Was tust du mich an? Oh, ist er jetzt da? Oh! Und? Ah, ist er wieder oben. Okay, genug gealbert. Ah! Du dreckiger Dreckspring! Okay, ich lasse es wieder. Gut, wir sollen zur großen Fee, wie es scheint. Hoppa. Dann muss man da lang nachhalten. Das ist im Norden. Stadt. Der Parkbezirk, wenn man so will. Ah, wen haben wir denn da? Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr ist endlich gleich eine Waldfee, du liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich meinem Alter entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Beautiful Unruhstadt, bitte. Hurra! Jo, mit der Karte kann man uns besser in der Stadt. Jederzeit bereit. Geritene Bruno Limpa! Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehen Sie. Ziemlich. Ja, also mit der Karte kann man eine bessere Übersicht über die Stadt. Und ihr seht, wir haben den Nordteil, den Südteil, dann hier ist der Ostbezirk, hier ist der Westbezirk und ganz im Südwesten ist der Waschbecken, weiß ich mehr genau. Ja, was machen wir als nächstes? Also, auf zur großen Fee. Oh nein, die große Fee. Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Das Horrorkind hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verwirrte Fee, die irgendwo in dieser Stadt war und bring sie zu dieser Fee. Okay. Eine Fee ist anscheinend weg. Gut, dann schauen wir mal, wo sich denn die findet.
Ach so, die ist mit dem Waschplatz. Kann man da gleich hin. Ach ja, Deko können nicht schwimmen, sie können nur springen. Wasser ist aber auch nur 5-mal. Ansonsten landen wir wieder da, wo wir abgesprungen sind. So, na komm, da ist die Fee. Bitte höre mein Schlehen, das habe ich mir nicht da. Das sieht man doch schon, dass mein Körper hinüber ist. Aber das ist der Zorro-Körper, das wissen wir noch nicht. Keine Menschen, keine Ruine, meine ich. Münzen, welche selten Gott ist. Das rede ich da. Warte, warte, einen Moment. Oh, wenn ich mir da auch ein Gegner. Dies ist Privateigentum. Versuche nicht hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Ja, ja. Ich wollte deine Blume nicht mal kommen. So. Oh, wunderschön, eine große Fee. Taya und du, junger Freund im fremden Körper, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Eine Magieleiste. Wunderschön. Oh. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schluss, ja, das kennen wir ja schon. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkit. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Sehr freundlich. Und da können wir doch gleich mal an diesen Ballon hier. Den Ballon abgeschossen? Ich liebe für einen Deko-Kerl. Die Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Na natürlich. Na gut, Aufstellung, Jungs! Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code.
Kannst losgehen? Ich hab Power. Ich krieg ich noch. Ah, bist du gefangen? Oh, da hast du mich gefangen. Jetzt sind nur noch vier. Ah, ich sehe schon den nächsten. Ist sogar der Chef von mir. Besser, besser. Ah! Mein Attack. Och, was, ich war nicht. Alter, am besten in einem Waschbecken, soweit ich mich erinnere. Ah ja, da oben ist er ja. Waschbecken. So. Ah. So, du willst abhauen, daraus wird nichts. Sorry. In der Kiste drin, die ich während ich vorbeigeflitzt bin, kaputt gemacht habe. Und der dritte ist hier oben. Der letzte, fünfte. Und damit haben wir auch den letzten Bezirk entdeckt. Oh nein, erwischt! Haha. Ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Deko. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir da was bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also passt gut auf. Bist du bereit? 2, 1... 3, 4. 2, 1, 5, 3, 4. Moment, das schreibe ich mir auf. Das ist wichtig. 2, 1, 5, 3, 4. Gut, der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhstadt. Vielen Dank. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. 3 Uhr. Nähert sich schon den 30 Minuten, würde ich sagen. Diesen Jungen reden wir in Folge 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut.